Hallo und willkommen zurück zu Grim Fandango Remastered. So, wir sind hier in unserem, oder wir sind in diesem Bürokomplex immer noch unterwegs und wir waren in diesem Raum reingegangen, wo diese sehr kuriose Maschine steht. Die schauen wir uns mal an, was das sein kann. Das ausgefeilte und hochkomplizierte Herzstück sämtlicher Kommunikation in der Dienststelle organisierter Diplomsensoren. Das heißt, kann man das mitnehmen? Das hebe ich nicht auf. Grundsätzlich fasse ich nichts an, was komplexer und empfindlicher ist als ich selbst. Aha. Was haben wir da? Achtung, Feuerlöschsystem. Nicht berühren. Okay, nehmen wir mal mit. Stecken wir mal in die Tasche. Mal sehen, wo wir da hinkommen. Aha. Das Rad sollte sie öffnen. Okay, dann öffnen wir das mal. Nicht auf. Also, na gut, dann bewege ich das mal. Das Rad dreht sich nicht und die Tür bewegt sich kein Stück. Warum nicht? Das Rad dreht sich nicht und die Tür... Okay, also das bringt uns jetzt hier nicht weiter. Was machen wir? Was machen wir? Draußen noch irgendwas? Zufällig? Wir müssen da so ein bisschen Sachen probieren. Das nützt ja nichts. Wir können keine Autos bedienen. Ach so. So hindert man uns daran, die Stadt zu verlassen. Okay, ja. Wir brauchen von denen echt nochmal was. Glaube ich. Mein Junge. Toderbomb. Toter. Von denen kann... Toter Wurm. Hast du noch mehr tote Würmer da hinten drin? Na klar. Ja, wir klauen uns mal zwei tote Würmer. Das war der Trick an der Sache, glaube ich. Tote Würmer. Dafür sind Ballons nicht gedacht. So, wir packen das mal weg. Das ist nämlich das, was der Hausmeister gesagt hat. Irgendjemand hat mich Blödsinn da in der Anlage gemacht. Und das müssen wir auch tun. Und zwar... Wo haben wir denn die kleinen Würmchen? Nein, da ist er. Den nehmen wir doch mal. Zack. Und benutzen ihn da. So, den packen wir doch ein. Genau. Jetzt müssen wir den anderen toten Wurm holen. Wo ist denn der? Nein, auch nicht. Auch nicht. Da ist er. Den schnappen wir uns, benutzen den auf der anderen Seite. So, den packen wir auch ein. Jetzt müssen wir nämlich hoch nach oben, ins Büro wieder. So. Sehr knifflig. So, und jetzt müssen wir nämlich in unser Büro. So, jetzt kommen wir hierher. So, in dein Büro, nämlich. So, jetzt müssen wir nicht da zu unserer Anlage hin. So, da ist er nämlich. Den soll man nämlich haben. Benutzen. Zack. Hey, Vorsicht da unten. So, und jetzt müssen wir den anderen, glaube ich, auch noch rausholen. Wo ist denn der? Alter, ganz hinten. Ach, da ist er. Den benutzen wir auch noch. Den haben wir nämlich voll die fiese Pampe da unten. Zack. Das klingt nicht gut.
Oh oh. Wir machen aber lieber mal die Decke zu. Weil wir waren es ja nicht. So, und raus oder zurück. Mal runter. Schauen, was der da unten zu sagen hat. Das Server ist wieder abgestürzt. Naja, das kennen wir doch schon. Ach, der Server ist abgestürzt. Okay. So, dann lass uns mal dahin. Und da mal durch die Tür. Siehste, jetzt ist die Tür nämlich auf. Können wir denn mit ihm reden? Hi, bei mir kommt keine Nachricht mehr an. Stimmt was mit dem Server nicht? Finden die das witzig? Halten die das für einen Riesenspaß? Möchte wissen, wie es denen gefallen würde, wenn ich ihre Röhren mit Packschaum einsaue. Das heißt, der Server ist abgestürzt, richtig? Der Server ist nicht abgestürzt. Das ist er noch nie. Er ist nur aufgrund von Wartungsarbeiten zeitweise nicht erreichbar. Das ist alles. Mhm. Wie lange dauert das? Wie lange ist er noch nicht erreichbar? Das kann man nie so genau sagen. Vermutlich ein paar Stunden. Oder so lange, bis niemand mehr da ist, der sieht, wie du dich verdrückst, nicht wahr? Was immer davon als erstes eintrifft. Mhm. Wer würde denn, denn so etwas Böses tun? Mann, na, diese Mann. Penner im Postraum. Die glauben, dass diese Anlage sie arbeitslos macht. Und da haben sie recht. Okay, nur was neugierig. Wie bist du hier reingekommen? Nur so aus Neugier. Wie bist du hier hereingekommen? Ich habe mich wie ein Wurm durch die Röhren geschlängelt. Blöde Frage. Was glauben Sie denn? Durch die Tür natürlich. Genau wie Sie. Okay, gut, dann, Tja, ich geh dann mal. Okay. Willst du hier alles in die Luft jagen? Das ist ein Feuerlöscher mit Magnesiumfüllung. Wenn du das Zeug auf den Packschaum sprühst, fliegen wir hier mit Lichtgeschwindigkeit durch die Decke. Was? Warum sollte jemand so etwas Gefährliches hier hinstellen? Wahrscheinlich ist man nicht davon ausgegangen, dass sich in diesem Raum einmal so viele Gefahrenstoffe befinden. Aha. Gut, wir machen mal die Tür zu. Das Rad rührt sich nicht. Nee, kann man denn die Tür zumachen? Komm nicht dran. Was? Woran denn? Oh, eine Sache nach der anderen. Da. Ich habe gerade eine offene Tür verriegelt. Seltsam, aber doch irgendwie faszinierend. Ist faszinierend. Ja, genau. Na gut, dann gehen wir mal raus. Hm. Die Frage ist nur, was wir machen müssen. Na? Für die Beamten muss das reichen. Okay. Ach so, und jetzt ist die... Ja, jetzt können wir in die Maschine rein. Sehr gut, jetzt können wir dann wieder reinmarschieren. Und jetzt ist die Tür vor uns offen. Aha, jetzt wollen wir uns die Sache mal ein bisschen näher anschauen. Grundsätzlich fasse ich nichts an, was komplexer und empfindlicher ist als ich selbst. Das ausgefeilte und hochkomplizierte Herzstück, dieses rote Rohr, kommt mir bekannt vor. Hm. Das hebe ich nicht auf. Abgeschlossen. Abgeschlossen.
Tja. Das müsste das andere Ende von Dominus Rohrpostleitung sein, wenn ich da bloß rankommen könnte. Ach so, wir müssen da irgendwie rankommen. Pass mal auf. Wir haben doch... Genau, das Kartenspiel. Könnten wir da nicht in dem Schlitz eine Karte reinproppen? Zu viel Luftdruck. Zu viel Luftdruck. Also müssten wir... Oben ist doch ein Locher. Wenn wir da ein Loch reinmachen in diese Karte, wetzen wir mal nach oben und benutzen das Kartenspiel mit dem Locher, dann haben wir da ja ein Loch drinne. Pass mal auf. Das muss doch funktionieren. So, wo haben wir das Kartenspiel? Nein. So viel Gerümpel in der Tasche, das ist ja irre. So. Benutzen mit dem Locher. Zack. Manny, was machst du da? Ich zinke Karten, Schätzchen. Ja, das glaube ich. Das tun wir auch. Diese Karte kann ich hier nicht ausspielen. Nee, das stimmt. Aber das können wir gleich machen. Nämlich gehen wir nochmal da rein. Dann fangen wir nämlich da eine Rohrpost von dem Guten an. Nein, bleib hier. Halt, stopp. Wo bist du hin? Komm her, lauf da rein. So, jetzt gehen wir da hin. Abgeschlossen. Ja, pass mal auf. Jetzt kommt der große Augenblick. Nein. Wo ist die getinkte Karte? Da ist sie. Da war sie. Da, zurück. Die sollen wir haben. Haha. Zack. Mercedes Colomar, Kundennummer 9308. An Windpocken gestorben, Todeszeitpunkt, bla bla bla. Aha, positive Merkmale, hat sterbenden Kindern freiwillig Geschichten vorgelesen. Das ist gut, wirklich gut. Ich glaube, du bist es, Mercedes Colomar. Du bist genau die Richtige für mich. Süße, nun machen wir es auf den Weg dahin. Glottis, bist du verrückt? Was ist in dich gefahren? Alter Schwede! Oh yeah, und jetzt ist erst richtig Film. Befreien. Was ne fette Karre. Alter Schwede. Du gehst das richtig rund hier. Buenos dias. Sind Sie die Schwester? Nein. Sie sind nicht hier, um mir Medikamente zu geben? Aber ich bin hier, um Ihren Schmerz zu lindern. Schätze, man konnte mich nicht retten. Nein, aber vielleicht können Sie mich retten. Das bedeutet eine Menge Verantwortung, Mr. Calavera. Wie kommen Sie darauf, dass ich ein so guter Mensch war? Miss Colomar. Meche, bitte. Meche, ich kann es in Ihren Augen sehen. Und in Ihrer Akte. Sie haben sich für ein Erste-Klasse-Ticket qualifiziert. Ihre Reise geht nach nirgendwo. Was? Habe ich etwas falsch gemacht? Laut Ihrer Akte nicht. Makelloser Lebenslauf. Zumindest das Stück, das ich gelesen habe. Ich weiß nicht, ob mir Ihre Anspielungen gefallen, Mr. Calavera. Oh, oh. Oh, oh. Das Einzige, ja. Das Einzige, worauf ich anspiele, ist, dass ich so gut wie gefeuert bin. Habe ich etwas falsch gemacht? Nee. Sind Sie sicher, dass Sie Mercedes Colomar sind? Ja. Möchten Sie meine Mutter mal sehen? Klar, wo Klar. ist es? Wo ist es? Dort, wo ihr Jungs meine Haut hingepackt habt. Ja, super. Gibt es etwas in Ihrer Vergangenheit, das Sie mir verschwiegen haben? Einiges, wenn man bedenkt, dass ich Ihnen noch gar nichts erzählt habe. Na toll. Haben Sie viel gemordet, als Sie noch lebten? Haben Sie viel gemordet, als Sie noch lebten? Selten. Selten? Nie einen umgebracht? Nie einen umgebracht? Wenn ich ehrlich bin, nein. Ich habe nie jemanden umgebracht. Mhm. Nicht einmal einen klitzekleinen Mord? Nicht einmal einen klitzekleinen Mord? Vielleicht habe ich mir einfach nicht genug Mühe gegeben. Tierquälerin? Niemals.
Ich liebe Tiere. Ich habe einmal freiwillig in einem Tierheim gearbeitet und... Danke, das genügt vollkommen. Haben Sie jemals Ihren Mann betrogen? Mr. Calavera, sehen Sie einen Ring an meinem Finger? Nein, aber auch keine Haut. Tja, dann werden Sie mir einfach glauben müssen. Waren Sie eine große Nummer unter den Ladendieben? Naja, man hat mich einmal verdächtigt. Wirklich? Aber ich war unschuldig. Das Hühnchen ist mir aus dem Laden nachgelaufen. Oh. Ah, sie ist der Steuerhinterziehung. Wie steht es mit Steuerhinterziehung? Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie Steuern gezahlt. Aha. Weil ich nie genug verdient habe, um besteuert zu werden. Die meiste Zeit habe ich ehrenamtlich gearbeitet. Aha. Okay, Umweltverschmutzung, vielleicht das? Umweltverschmutzung. Oh, Manny. Fällt Ihnen denn nichts Besseres ein? Geben Sie mir etwas. Geben Sie mir etwas, womit ich arbeiten kann, Matchy. Würde es Ihnen helfen, wenn ich jetzt noch etwas anstelle? Ich fürchte nein. Tut mir leid. Ich gebe auf. Sagen Sie doch nicht so etwas, Manny. Entschuldigen Sie mich. Ich muss versuchen, Ordnung in dieses Chaos zu bringen. Verzeihen Sie, dass ich Ihnen solche Umstände mache, Mr. Calavera. Sie machen doch keine Umstände, aber nennen Sie mich doch Manny. Und das werden wir uns jetzt mal, also ganz klein, mal untersuchen, was hier gerade los ist, weil irgendwas stimmt hier nämlich überhaupt nicht. Sein guter Kollege, der macht hier voll die dicken Geschäfte und da zweigen wir mal einen so einen ab und dann ist das eine Niete, das kann doch nicht wahr sein. Aber das werden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge uns mal zu Gemüte führen. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dahin, ciao, ciao.